Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier bei The Walking Zombie 2. Wie immer zu Beginn einmal ganz kurz in der Wohnung reinschauen. Es gibt nämlich Munition und Verbandszeug. Kann ich hier noch irgendwas machen? 762 kann ich machen oder 556? Nee. Nein, danke. Aber, oh, wir können das Superauto kaufen. Möchte ich aber nicht. Ich hole mir alles, was kostenlos ist. Dazu gehört auch dieses Lucky Wheel. Wir kriegen 10% Movement Speed. Das ist gut. Aber wir haben Aufgaben. Fifth Avenue, Fertigstellung des Tunnels und dann die Forschungsstation, wo wir die Säure organisieren müssen. Wir arbeiten erstmal für Tony. Und mal gucken, wie wir da vorwärts kommen. Ob wir was erreichen oder nicht. Ich höre direkt Zombies. Weil ich eh schneller bin. Toll. Ich muss die Arbeit am Tunnel beenden. Lass mich raten. Da wird jetzt wieder sehr viel Leute auf mich warten. Hier haben wir ein Fass, perfekt. Siehst du? Einfach. Nacheinander die Zombies töten. Damit wir dann freie Bahn haben und den Tunnel für Tony beenden können. Ich wusste zwar nicht, dass ich auch ein Handwerker bin, aber anscheinend ja. So, wie immer, mit der Pumpgun. Anfangen, weil halt einfach die Zombies nicht so schwer zu besiegen sind. Bisschen schnelleres Nachladen wäre zwar auch cool gewesen, aber in Ordnung. Wie man sieht, One-Shot alles. Hier dürften ja auch keine Fallen sein. Ich hasse die Footballer. Immer diese Quarterbacks. Was im Prinzip sowas wie eine Falle ist, also war das schon unhöflich. Da duckt er sich. Lauf doch einfach still auf mich zu. Damit ich euch wunderschön eins nach dem anderen in den Kopf ballern kann. Obwohl die beiden aussahen wie Britney Spears in South Park. In der South Park-Folge, wo sich Britney Spears selbst den Kopf wegballert. Wo halt der... wo halt die Kritik am... Paparazzi-Dasein erwähnt wird. Und an der Geilheit quasi von News, Informationen und dergleichen von Prominenten. Ich höre Wasser. Sorry, Hund. Sorry, anderer Hund. Oh, hallo, Tickerchen. Sorry. Oh, da kommen noch mehr, okay.
Ich dachte, das wäre es schon gewesen. Ich habe euch hinter dem korpulenten Kollegen nicht gesehen. Aber gut. Nichts und niemand. Nichts und niemand. Und die sind alle kein Problem, weil das normale Zombies sind. Wenn ich genau auf den Kopf gezielt hätte, wäre er beim One-Shot gestorben. Okay, es müssen drei Löcher repariert werden. Ich habe alle, perfekt. Schön mache ich das. Ist das nicht automatisch Beenden der Arbeit? Weil ich meine, es scheint so, als wären wir da. Okay, wir gehen zurück. Holen uns die Kabel. Ich bin also nicht nur Handwerker, sondern auch Elektriker. Also ich bin nicht nur Maurer, sondern anscheinend auch Elektriker. Okay, Glühlampen kriegt ihr auch. Mann, was da alles wieder bestellt wird. Eins. Oh, nur eine Glühlampe. Dann eben nicht mehr. Die Löcher. Das heißt, ich muss noch weiter zurückgehen. Schade. Aber gut, das ist ja nicht ganz so viel Arbeit, die sich jetzt hier anbahnt. Mal schauen, was danach noch zu machen, ist. Gar nichts. Ha. Easy. Ab zur Forschungsstation. Wir stellen uns der Begegnung. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Schauen wir mal. Zeugs. Immerhin, ein bisschen Loot. Danke. Das war's. Ja, mehr ist da nicht. Ich dachte, da wäre vielleicht noch eine Nachricht gewesen. Weil es gibt ja diesen Code da für den Tresor, den ich schon zwei oder dreimal hatte. Auch so eine Begegnung, aber ich habe keine Ahnung, was man da eingeben muss. Und wir sind zurück in der Forschungsstation, wo man sich sicherlich freut, mich zu sehen. Was brauchst du? Ich brauche Säure. Hast du nicht etwas in deinem Labor? Wir haben im dritten Stock mit Säure gearbeitet. Du solltest dort danach suchen. Dankeschön. Mit euch rede ich gar nicht mehr, weil ihr wolltet mich letztens töten. Apropos töten. Habe ich... Nee, nur Red X. Das interessiert mich weniger. Bewegungstempo. Haben wir schon schneller. Oh, hat uns gar nichts hier erwartet. Cool. Ah, komme ich da allein mit der Shotgun durch? Ich denke schon. Ich bin schneller als die... Und im Normalfall mehr oder weniger drei Schuss. Ich meine, die beiden brauchen ein paar mehr. Die drei brauchen ein paar mehr. Und kein Problem. Du auch nicht.
Gehe runter in den dritten Stock. Ich bin auf dem Weg. Ich habe im Notfall hinter mir noch das eine Fass. Was ich eigentlich nicht nutzen möchte, schon gar nicht so früh. Deswegen hoffe ich jetzt eigentlich so damit durchzukommen. Ohne größere Probleme zumindest. Blöd ist nur, dass ich bald keinen Platz mehr im Inventar habe. Ich habe durch die Zombies, die ich davor beim Tunnelarbeiten getötet habe, so viel Zeug eingesammelt, dass ich da ein bisschen Sorge habe. Oh. Du hast mich ein bisschen überrascht, Kollege. Ich habe gerade den 20.000. Zombie getötet. Sofern man in Steam Achievements glauben darf. So. Was war das jetzt? Ach, ihr habt mich durch das Ding durchgebissen. Ich habe mich gerade ein bisschen gewundert. Ich habe doch alles getötet gehabt, als ich rein bin. Oh, verdammt. So, jetzt muss ich erstmal hier aufräumen. Ist aber natürlich jetzt schon einfacher, wo der Köter weg ist und die anderen schon angeschlagen sind. Kann ich hier vielleicht mit einem Schuss... Na, alle mit einem Schuss kriege ich nicht hin. Ich war zu nah dran, um das, als dass die Streuung irgendwie wirklich hätte Damage machen können. Aber gut. Das ist uncool. Ich brauche etwas Heilung. So. Holla die Waldfee, jetzt kriegen wir Besuch. Da hinten weiter? Nicht wirklich. Ich muss einmal ganz kurz an euch vor... Oh mein Gott, zwei von euch. Das ist ja uncool. Ja gut, die halten nichts aus. Okay, der hält ein bisschen was aus. Vielleicht, weil er ein Profi ist. Ich muss aber ganz kurz an euch vorbei, bitte. So, dann laden wir ganz kurz nach, töten dich. Aber jetzt ist es kein Problem mehr. Okay, jetzt ist es kein Problem mehr. Sag ich doch. Jetzt ist es kein Problem mehr. Manchmal muss man sich ein bisschen verbessern.
was die Zeitangaben angeht. Aber es ist alles geklärt. Wir hauen uns nochmal so einen kleinen Verbandszeugs rein. Und laden nach. Ich will nicht unvorbereitet hier reingehen. So viel dazu. Okay, ich werde jetzt, weil so eine große Gruppe auf mich zukommt, die hier wechseln. Sie nerven. So, einmal an allen vorbei. Und jetzt hier entlang feuern. Warum triffst du nicht deine Kollegen? Na komm schon. Dankeschön. Jetzt machen wir die restlichen auch noch mit meiner Vektor kaputt. Hier, zack. Zack. Und auf. Wie. Na? Moment. Sehen. Geht doch. Jetzt haben wir einmal die Vektor wieder benutzt. Ich meine, ich hatte genug Schuss, deswegen konnte man es machen. Finde die Dichtstelle. Oh je. So viel dazu. Warum sollte das jetzt auch alles gewesen sein? Es hat mich ein bisschen gewundert. Soweit kann er anscheinend nicht spucken. Ich muss wieder an dir vorbei. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Das macht nur ganz kurz einen Moment Kopfschmerzen, aber danach geht's dir wieder top. Geht's dir wieder richtig gut. Du solltest vielleicht Milch trinken, wenn du irgendwie Sodbrennen hast. So viel Säure, wie die da anscheinend hochkommt. Ich meine ja nur. Na also, alle Zombies abgeschlachtet. Jetzt müssen wir hier nach diesem Spritzeinrichtung suchen. Nehmen. Ach, da. Gehe zum Lagerhaus. Ja gut, warum auch nicht. Aber das mache ich beim nächsten Mal. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid, wenn es weitergeht bei Walking Zombie 2. Bis dahin noch einen schönen Abend und ciao, Leute.